Willy Lippens ist ein echtes Original. Mehr als 30 Jahre nach Karriereende hat der Mann mit den 242 Bundesligaspielen und dem unnachahmlichen Laufstil einer Ente nichts von seiner Attraktivität verloren. Als sein Verein Rot-Weiß Essen den Gang in die Insolvenz antreten musste und in die fünfte Liga abstieg, da litt der gebürtige Niederländer. Ein Jahr später setzten Rot-Weiß und die Agentur TASS die Werbelokomotive in Gang, um mehr Mitglieder für den Club und Geld für die Kasse zu gewinnen. Lippens ließ sich vor den Karren spannen, kam, sah und siegte. Ich bin der Meinung, man sollte schon hier, wenn man Essener Bürger ist, den ortsansässigen Verein, der ja auch was darstellt, eben unterstützen. Und von daher, Leute, bekennt euch zu eurem Verein. Ja, als Essener bin ich natürlich für Rot-Weiß und ich bin ja auch nicht für Holland, wenn Deutschland Holland spielt. Willy wettete mit den Rot-Weiß-Fans. 1907 neue Mitglieder, liebe Fans, das schafft ihr doch nie. Lippens hob Rot-Weiß 2012 über die 4000 Mitgliedermarke und ist auch sonst ein gefragter Botschafter des Reviers. Ob in seinem Buch »Ich danke Sie«, geschrieben vom ehemaligen WDR-Sportchef Dietmar Schott, in diversen Dokumentationen oder zuletzt im ZDF bei Markus Lanz. Lippens ist ein Typ, eine Marke, ein toller Botschafter für die Stadt Essen. Hallo, Ente Lippens. Hallo, Herr Ente. Ich bin Fußballfan seit 1974 und habe somit zumindest vom Fernseher die großen Jahre ihrer Karriere noch miterleben dürfen. Mich hat als Kind sehr beeindruckt dieser leider ja nicht zustande gekommene Doppelpass mit Sepp Maier, der mich wahnsinnig beschäftigt hat als kleiner Junge. Leider hat es ihn dann nicht gegeben. Dass eine Ente zum Kopf des Jahres gewählt wird, ist schon mal eine sehr erstaunliche Sache und vielleicht gleichzusetzen mit einer Meisterschaft für Rot-Weiß Essen. Dass der Marketingclub Essen Sie ausgezeichnet hat mit dieser Prämierung, das hat mich sehr gefreut und dazu gratuliere ich Ihnen recht herzlich. Sie sind in der Tat eine Marke und zwar eine Marke, ohne die die Fußball-Bundesliga nur halb so schön gewesen wäre. Wir haben, um Sie ein wenig zu ehren, aus dem Sportschau-Archiv unsere Lieblingsente rausgesucht, zeigen die hier im Anschluss. Ich gratuliere Ihnen oder Sie, wie gesagt, und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie vielleicht mal hier begrüßen könnten in Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Ich glaube, wir hätten eine Menge zu reden. Alles Gute an Sie und es hat mich sehr gefreut und es ist mir eine große Ehre, Ihnen das zu übermitteln. Ihr Arndt Zeigler. Die Asche und die Kohle müssen wir ja mitnehmen, nicht? Ist ja bares Moos für uns, ne? Alles. So, nicht? Ja nun, und wächst die Pille nicht so durch die Gegend, ne? Alles immer schön Technik an, hör mal, nicht? Alles. Mach nicht die Dinger heute, ne? Scheiße, sowas. Willy Lippens, ausgezeichnet vom Marketingclub Essen als Kopf des Jahres.